Mal kurz, wenn wir rückwärts fahren, was ich ganz interessant finde, wenn wir jetzt mal rückwärts fahren, wir können es auch in 3D machen, zack, so und fahren mal rückwärts, dann sagt er uns irgendwann, Hindernis ist sehr nahe. Und dann gehen wir mal zurück auf 2D und dann stehen wir schon am Gras dran. Ganz witzig. Aber nette Geste, gehen wir auf 3D, dann sehen wir, okay, wir können das hier auch noch, ich meine, man kann es auch noch irgendwie groß machen, habe ich gerade geschafft. Aber ganz nett. Fahren wir nochmal vor. Schon ganz cool, ne? Jetzt können wir hier auch rechts. Ja, macht auch nach vorne die Spuren mit, nach links. Dann geht er darüber einmal. Nach vorne. Fahren wir mal rückwärts. Hintere Kamera. Ja, so können wir da eigentlich rumfahren, ne? Sieht schon ganz nett aus. Oder ich mache das dann in 2D. Dann sieht es natürlich ganz normal, standardmäßig so aus beim Einparken. Ja, oder rechte Seite, so sieht es dann auch aus, wenn ich blink. Dann zeigt es mir da praktisch so den toten Winkel ein bisschen ab. Nicht, dass ich irgendwie mal ein kleines Kind oder so übersehe beim Abbiegen. Finde ich es eine ganz tolle Geschichte. Und so geht es auch links. Oder wie gesagt, ich mache das wieder als 3D. Dann sieht man es halt so besser, ne? Das ist natürlich schon cool. Oder mache ich ja 2D, mache die Heckfahrkamera. Bis 10 km/h kann ich die 360 Grad Kamera anmachen. Ist es schon nett gelöst. Gehen wir wieder auf 3D. Sehen wir unser Auto. Ne, Lichter oder so gehen nicht. Hier habe ich noch Einstellungen. Keine Linien für das Einparkhilfen. Statische Linien für die Einparkhilfe, dynamische Linien für die Einparkhilfe. Statisch und dynamische Linien. Also ich kann bloß die ein oder andere Linien, kann beides mit reinmachen, ja, wie ich es gerne hätte. 360 Grad Kamera bei Niedriggeschwindigkeit aktivieren, wenn die Blinker betätigt werden. Das heißt, hier muss ich das ein- oder ausschalten, ne, das, was ich gerade gesagt habe. Sobald ich blink in niedriger Geschwindigkeit bis 10 km/h meine ich, dann gehen die Blinker an, dann geht das Display hier an und zeigt mir den toten Winkel. Das finde ich schon eine coole Sache. Ja. Gucken wir mal, ob das auch jetzt so funktioniert. Machen wir mal die Home-Taste. So, machen wir mal Blinker rechts. Zack. Blinker links. Mache ich das in 3D. Blinker rechts. Blinker links. Funktioniert. Zack, und dann geht's aus. Oder ich kann auch während der Fahrt die 360-Grad-Kamera wieder anmachen. Das mal kurz zum Thema 360 Grad. Und rückwärts fahren. Er hat nicht diesen Rangierassistent, also ihr müsst schon selber stoppen, das macht er hier nicht. Dafür hat er, wie gesagt, schaut euch das Assistenzsystem-Video extra an mit dem Querverkehrwarner beim Ausparken, das funktioniert super. Hauptvideo, VMAX-Video, Assistenzsystem-Video, Nachtbeleuchtungsvideo, System-Video, V2L-Lord, das heißt Vehicle-to-Lord-System, ich kann Strom aus dem Akku ziehen für gewisse Dinge. Da schauen wir mal, ob wir irgendwo grillen gehen, ob das funktioniert mit dem Auto. Ja, schaut euch das alles an. Und dann nochmal vielen Dank an Auto aus Wurst, aus Eislingen, hier im süddeutschen Raum in Verbindung mit Nissan, ist hier MG der Partner hier in Süddeutschland. Ja, Auto aus Wurst, Dankeschön dafür. Ja, hier bin ich, kennt mich ja. Bis dann.